Wette, dafür hast du den ganzen Tag gebraucht. Ich dachte, ein bisschen Inspiration könnte nicht schaden. Yo. Hey. Yo, was geht ab, T? Fantasierennen, Nakai-San gegen Magnus Walker. Wer gewinnt? Komm schon, das ist doch uninteressant. Du brichst mir das Herz, Kleiner. Nein, das ist eine faule Ausrede. Ich fahre gegen Nakai-San, wann ich will. Es sei denn, nun, Magnus fährt ein RWB. Dann ist nämlich Essig. Ah, du lernst dazu. Naja, ich hoffe einfach, dass ich eines Tages einen Wagen bauen kann, der halb so gut ist wie von Nakai-San. Was habe ich dir gesagt? Unser einziges Limit ist die Vorstellungskraft. Apropos Limits. Ich habe mal nachgedacht, was man braucht, um einen Motor so richtig zu tunen. Ich rede von abartiger Power. Ganz simpel. Ein Haufen Kohle und ein Haufen Arbeit, das ist alles. Was mich ärgert ist, dass wir uns so hängen lassen. Wir sind nicht hier, um bloß auf Nummer sicher zu gehen. Denk mal nach. Der Ruf, den du für die Kohle brauchst, um so einen Wagen zu bauen. Dafür muss man hart kämpfen. Sorry, Mann. Hab die Stimmung ruiniert. Ja. Dieser Kerl, Mann.